mache ich mit dem Law of Excluding Middle. Ja. Wenn es irreduzibel ist, dann kann ich jetzt mal weiterrechnen. Aber ich könnte später feststellen, dass es doch nicht irreduzibel war. Ich könnte im Laufe der Rechnung von selbst einen Faktor gefunden haben, ohne dass ich nach dem suchen muss, sondern der ist aufgetaucht. Wenn das passiert ist, dann haben wir genauso eine Situation hier, F-Stein der Weisung, dass ich einfach sage, na gut, dann mache ich halt alles nochmal ab der Stelle, wo ich mich irrtümlich entschieden habe und mache ab dort nochmal und zwar diesmal richtig mit dem gefundenen Faktor. Genau dafür ist es gut. Also da kann es wirklich sehr viel Zeit ersparen. Wie können wir das implementieren? So, wir rufen, wir schaffen uns Zugriff zur Continuation und rufen diese auf. So. Idealerweise hätten wir irgendwie ein magisches X, was die Anforderungen erfüllt, welche auch immer das Programm später haben wird. Das können wir natürlich nicht machen, ja? Was soll das für ein X sein? Daher müssen wir K aufrufen mit der anderen Alternative. Right. Also, das heißt, wenn das Programm das erste Mal abgelaufen wird, dann werden wir in diesem Ast hier stehen. Okay, und wir müssen es aufrufen wir müssen die Continuation aufrufen mit Write und dann einer Funktion, die bereit ist, ein gefundenes X zu nehmen und die Zeit zurückzuspulen, wenn das aufgerufen wird, zu damals, wo wir ausgesehen Write zurückgegeben haben. Das heißt, hier rufen wir jetzt die Continuation wieder auf, aber jetzt nur mit Left. Und das wird problematisch. Bis auf, dass wir hier noch nicht die Continuation hier angeschaltet haben. Und bis auf irgendwas noch in irgendein Cont wrappen? Ja, muss ich machen. Und zwar, was genau muss ich in den Cont wrappen? Ah, eine schöne Idee wäre jetzt einfach. Ah, ja, klar, genau. Hier ist das Problem. Ja? Also, was müssen wir write übergeben? Write müssen wir eine Funktion übergeben von diesem Typ. Nimmt ein gefundenes x, ein eben natürlicherweise aufgetauchtes x, so ein Faktor, der sich bei der Rechnung von selbst ergibt, und gibt zurück. Einen so monadischen Wert, ja. Das geht, das heißt, ich muss hier einen Cont nehmen. Das heißt, ich verschaffe mir wieder Zugriff zur aktuellen Continuation, der ist jetzt K'. Ich ignoriere aber K' und rufe trotzdem K auf. So, jetzt kommt es. Und wie ist es jetzt? Ich suche nach einem X. Ich mache hier noch weiter. Noch was? Ja. Mich gibt es immer noch. So, der Punkt ist, diese Zeile wird niemals ausgegeben werden. Ja? Also ich suche nach einem X, ich stoße dann irgendwie drauf und mein Programm springt zurück in die Vergangenheit zu damals, wo es die falsche Entscheidung getroffen hat, trifft jetzt die richtige Entscheidung und sagt, ah ja, X ist gefunden, nämlich Stein der Weisen. Und die potenzielle Zukunft hier, das wäre also die Königin, die sich super aufregt über den Philosophen, dass er sie verarscht hat, und, oder dass vielleicht der Philosoph bestraft wird, diese Zukunft tritt nicht ein. Diese Continuation wird unterlaufen. Das heißt, nach F kommt man nie wieder zurück. Genau. Warum sagt mir das der Typ nicht unbedingt? Der sagt es dir schon, weil der Rückgabewert von dem F ist ein B, wobei B gar keine Einschränkung hat. Die einzige Funktion, die einen B zurückgeben kann, wobei B keine Einschränkung hat, ist angefallen. Also, oder das hat eine Funktion, die doch nicht zurückgibt. Die energetische Schreibung, die irgendwie magische Sachen macht, sodass nicht wirklich ein Wert ist. Ist aber sehr implizit. Ja, gut. Okay. Also undefined ist sonst genau dasselbe. Undefined tut ja auch nicht wirklich einen Wert zurückgeben, sondern abbrechen. Und von undefined ist einfach B. Ja? Und eine Definition von undefined ist vielleicht die. Okay. Dann wollen wir jetzt noch kurz sehen, wie Continuations umgesetzt werden. Ich mache nur noch ein Keyword, damit wir danach Diskussionsgrundlage haben. Nämlich in natürlicher Sprache, also im Deutschen, kommen auch Continuations vor, wenn ich die natürliche Sprache richtig verstehen will. Ich mache nur ein Beispiel und dann kommt sofort die nächste Code. Ja? Also angenommen, ich sage, Anna sah alle. Anna sah alle.
wie muss ich das logisch umformulieren? Also angenommen, ich bin an Lossspann interessiert oder sowas und ich interessiere mich für Prädikatenlogik. Wie interpretiere ich das eigentlich? Das würde ich so interpretieren. For all P, für alle Personen P gilt, die Relation Sa trifft auf Anna und P zu. Ja? Für alle Personen P gilt Sa von Anna, P. Anna und P stehen in dieser Sinne in einer gerichteten Relation. Ja? Also, gemeint ist in diesem deutschen Satz diese logische Aussage eigentlich. Ich nehme an, das ist nicht kontrovers. Okay, so. Aber jetzt überlegt mal, wie das umzusetzen ist. Also stellt euch vor, dass wir Menschen irgendwie wirklich Interpreter sind für eine Programmiersprache. Und wir bekommen jetzt das Programm Anna sah alle. Und wir wollen dieses for all p sah Anna p rausmachen. Was ist der erste Schritt, wenn wir eine Programmiersprache sind und wir bekommen Quellcode? Der erste Schritt besteht darin, einen Syntaxbaum aufzubauen. Ja? Also rein grammatikalisch untersuchen wir das. Und dann sehen wir, es wird die Funktion sah aufrufen. Und das eine Argument ist Anna, kein Problem. Und das andere Argument ist alle. So, aber alle ist ja jetzt gar keine Person. Ja, also ich könnte Anna sah John machen, dann ist John eine Person, kein Stress. Aber da steht alle. Das ist irgendwie komisch. Inwiefern ist das reflexiv? Ich meine, wenn Anna alle sieht, dann muss sie sich doch auch selbst sehen. Dann sieht sie sich auch selbst, ja, genau. Ich behaupte nicht unbedingt auch, dass es stimmt oder sowas. Ich frage mich nur, was ist die Bedeutung dieses Satzes? Und die Bedeutung dieses Satzes ist das da. Und ohne Continuations ist das irgendwie schwierig, ja, weil ich könnte alle verstehen als irgendwie sowas wie for all p oder sowas, aber ich muss halt diesen Quantum nach vorne ziehen. Das ist auch das, was im ersten Semester einfach schwer fällt. Ne? Also ich habe so eine Aussage wie, wie Anna sah alle. Das alle kommt an letzter Stelle im deutschen Satz vor, aber der Quantor kommt nach ganz vorne. Das ist komisch, was man lernen muss. Und diese Komischheit, die kann ich genau verstehen mit Continuations. Weil ich kann alle quasi wie folgt implementieren. Ich verschaffe mir Zugriff zur Continuation. So, und jetzt gebe ich der Continuation nicht einfach irgendwas zurück, zum Beispiel John oder sowas. Das wäre jetzt der Fall, wenn alle einen Platzhalter wäre für John. Sondern ich gebe irgendwie sowas zurück. For all p, kp. Das heißt, das neue Ergebnis von der Berechnung ist, fängt jetzt mit for all p auf jeden Fall an. Und dann rufe ich die Continuation auf. Die Continuation sieht so aus. Anna sah. Und ich rufe die auf mit jeder Person. Also dieses alle, was also zwingt, dass eine Quante nach vorne gerutscht wird, das kann ich mit Continuations verstehen. Andere Beispiele sind, wenn ich sowas sage wie Alice und Bob gehen ins Kino. Das ist ja eine kurze Weise für Alice geht ins Kino und Bob geht ins Kino. Das heißt, dieses und ist eigentlich sowas wie der AND-B-Operator von vorhin. Der die Continuation geht ins Kino zweimal aufruft. Einmal mit Alice, einmal mit Bob. Und das wurde also wunderbar analysiert. Das hat man so circa 2008 oder sowas rausgefunden, dass man Continuations verwenden kann, um natürliche Sprache zu verstehen. Mit Verstehen ist gemeint, mathematisch zu verstehen. Ja, um ein Modell hinzukriegen, dass ich mathematische Deutungen habe für Sätze. Darüber können wir, wenn ihr wollt, mal irgendwann auch was prüfen. Okay. Gut, dann lasst uns noch schnell die Continuation-Monade hier selbst implementieren, wenn wir das einmal gemacht haben. Ja. So. Das ist sowas. So, ein Wert von diesem Typ, Conti RMA, stellen wir uns vor als eine Funktion, die prinzipiell ein A produziert, aber dieses A nicht irgendwie so einfach in sich trägt, sondern dieses A verwendet, um eine gegebene Continuation aufzurufen.
einmal aufzurufen, zweimal aufzurufen, gar nicht aufzurufen. Und diese Continuation, die muss das A verkraften und dann irgendein MR zurückgeben. Und wir geben insgesamt auch ein MR zurück. Ja? Also ein Wert vom Typ ContRMA berechnet meistens einen Wert vom Typ A und ruft die gegebene Continuation mit diesem Wert auf. Er kann aber die Continuation auch gar nicht. Oder 47 mal. Das Ganze wird jetzt extrem easy, wenn man eine Sache checkt, und extrem anti-easy, wenn man eine Sache nicht checkt. Man darf nicht denken, dass Werte vom Typ ContiRMA Continuations sind. Sondern Werte von diesem Typ sind Funktionen, die eine Continuation, sowas hier, akzeptieren als Argument und dann ein MR zurückgeben. Ja? Eben am einfachsten Fall eben dadurch, dass sie den A, das A, was sie produzieren, in die Continuation stecken und sich dann überraschen lassen, was die Continuation als sie gibt. Okay. Lasst uns die Funktor-Instanz derivieren, ableiten und die Monad-Instanz selbst schreiben. Und dann wird es logisch. So, machen wir das kurz. Genau, diese Funktion, genau, wir schreiben auch noch die Funktion run von t. Hätte ich jetzt auch anders machen können, aber würde ich so machen. Das einfach. Und dann machen wir natürlich BO oder allgemeiner. Wenn wir eine monadische Aktion haben, nehmen Sie P für monadische Aktion. Wie können wir die dann in die Continuation Monade liften? Weil wir führen P aus. Das produziert dann einen Wert vom Typ A. Und diesen Wert schmeißen wir in ein paar rein. So, und jetzt kommt die Fehlermeldung, die Sarah schon vorhergesehen hat. Wir brauchen eine Language Extension, um Python zu schreiben. Gut, und jetzt haben wir noch ernsthaft Fehler, nämlich wo? Müssen wir wieder anfangen, wirklich zu lesen, das wäre schade. Also ihr dürft reinschreiben, wenn es was. Diese Monad Instanz einfach so leer lassen oder schmeißt ihr gerade Syntaxfehler? Leider keine Syntaxfehler, sondern. Was war ganz am Anfang? Auf Zeile 15 geht der Typ wieder. Nee, noch heute. Oh. Genau. Ich dachte auch nicht mehr. Aber ich glaube, hier noch sollten wir uns konzentrieren. Ich glaube, ich muss das so schreiben. Ne? Moment, das kommt gerade schon extrem falsch. Ja. Achso, ich habe schlichtweg hier den Typ Signal verwendet. Gut. Und jetzt sagt er keine Instanz für größer, größer gleich. Ja? Okay, return x. Wenn wir einen ganz normalen Wert haben, wie können wir daraus einen magischen Wert machen? Ja? Wir müssen die Continuation nehmen und er ruft sie auf mit dem Wert x. Ja? Also nicht so magisch. Wir nehmen die Continuation und werten sie. Ich brauche nochmal ein Display. Nee, brauchen wir nicht. Was nicht? Sarah wollte gerade da reinrufen, dass wir natürlich nur dann eine Chance haben, auf ContiRM eine Monadenstruktur zu definieren, wenn M selbst eine Monade ist. Sehr plausibler Einruf. Nein, das und ist falsch. Nein, da ist okay, aber ja. Lift by Obra. Lift by Obra, da brauchst du. Ja, das ist richtig, ja. Genau.
Aber es ist schon ein bisschen verwunderlich, dass Conti RM eine Monade ist, auch wenn M vielleicht keine Monade ist. Ja. Das ist schon ein bisschen krass. Okay. Gut. Und hier, das ist jetzt das Herzstück. Was müssen wir hier machen? Also das ist eine fließende Funktion. Wir akzeptieren eine Continuation und vermutlich wird sich diese Continuation mit einem Verb aufrufen. Vielleicht ruft sie sich auch mehrmals mit Verben auf. Aber vermutlich mal mit einem. F ist eine Funktion, die erwartet genau so einen Wert und tut daraus eine neue monadische Aktion bauen. Ja? Und wir müssen die beiden sequenziell ausführen. Wie machen wir das? So, also wir verschaffen uns Zugriff zur aktuellen Continuation K. Jetzt müssen wir erstmal Phi aufrufen. Ja? Phi braucht als Argument eine Continuation und dieser Continuation wird Phi seinen Wert in R berechnet A übergeben. Strich. Was machen wir damit? X. Ne? X, das ist der übergebene Wert. Was wir jetzt machen, ist, wir stecken das X in das F rein. Dann haben wir etwas vom Typ Conti so und so. Jetzt tun wir diesen Newtype-Wrapper entfernen. Und jetzt sollten wir noch dem Ergebnis bitten, dort weiterzumachen, wo man halt weitermachen musste, mit dem K. Hier. Ich nehme an, dass der Typ korrekt ist. Und das heißt, das funktioniert auch alles weiter. Ne? Okay, und was ich hier übrigens noch ganz witzig finde, ist, ich habe jetzt versucht, recht schnell zu erklären, wie diese Zeile zustande kommt. Und die hat also einen semantischen Inhalt. Aber das hätte man nicht unbedingt machen müssen. Es gibt genau eine Möglichkeit hier, die Typen zum Laufen zu bringen, und das ist dann diese. Das heißt, man kann einfach wild versuchen, Phi und X und F oder sowas und K zu kombinieren, und es gibt nur diese Möglichkeit, die der Typ zu akzeptieren wird. Tatsächlich kann man sogar in den Haskell-IT-Channel gehen, da den Lambda-Bot bitten, hey, ich habe von dem Typ, bitte generiere mir einen Term von dem Typ, und dann ist er genau das. Das heißt, die Wunder von dieser Continuation-Monade, die werden irgendwie möglich, gar nicht durch Nachdenken. Sobald ich mich auf den Typ da oben geeinigt habe, auf den da, ist die Implementierung der Monade jetzt ganz wurscht. Okay, und das passiert ja also hier die ganze Zeit hinter den Kulissen. Ja? Haskell selbst kann keine Continuations. Aber wir können alles umschreiben, sodass es explizit eine Continuation nimmt, wie es weitergehen würde, und die dann halt eventuell aufruft oder mehrmals aufruft. Oder gar nicht aufruft. Haskell ist stark genug, um das zu unterstützen, weil man halt in Haskell quasi das Zeilenende Semikolon überladen kann. Eben genau das größer, größer, gleich. Durch eben was? Durch diesen Code hier, der die Continuations durchgeht. Ich kann in jeder Sprache, Programmiersprache, die irgendwie anonyme Funktionen unterstützt oder sowas, Continuations nachmachen, aber das wird nicht unbedingt schön. In Haskell kann ich natürlich Do-Not-Funktionen, wo ich imperativ untereinander schreiben kann. Und in anderen Sprachen wird es immer weiter verästelt und immer weiter eingedrückt. Wie den letzten Punkt ich noch investieren. Und dann sind wir auf. Angenommen, wir haben so einen Code. Wir rufen eine Funktion f auf, mit dem Argument, produzieren y, und dann x. Und dann rufen wir eine Funktion g auf, die verwendet das x und können dann vielleicht noch weiterfahren mit dem produzierten y. Wenn wir das umschreiben wollen, dann müssen wir das so machen. Wir rufen f auf und f so gestrickt, dass es sein Ergebnis jetzt nicht mehr einfach zurückgibt, sondern das ist das letzte Argument, welches also die Continuation sein soll, aufruft. Das ist eine anonyme Funktion hier, die jetzt ein x zufügen hat. Und da rufen wir jetzt g auf, unter anderem mit dem Argument x und mit anderen Argumenten und damit, wie es weitergehen soll. So. Hier können wir jetzt zum Beispiel so etwas wie ein, wie geht das unter JavaScript? Window.console.log, glaube ich, ne? Oder Edmund.
Oder, ja, genau. Das ist ein bisschen eleganter, ne? So habe ich es jetzt umgeschrieben in so ein Stil, wo ich jetzt Zugriff auf die Continuations habe. Weil die Funktion g jetzt, die darf jetzt nicht mal einfach ihr Ergebnis zurückliefern, sondern sie muss die Continuation aufrufen, wenn sie eine traditionelle Verlaufsform abbilden will. Und wenn sie das nicht machen will, weil sie Continuation mal verwenden möchte, kann sie auch andere Sachen machen. Sie kann Continuation, also das dritte Argument hier einfach, nicht aufrufen, oder sie kann es in der Variable speichern, oder sie kann alle möglichen Sachen machen. Jetzt mehrmals so. Und der Prozess hier, der Code wie hier, umwandelt in Code wie hier, der heißt CPS-Transformation, Continuation Passing Style-Transformation. Den kann ich immer rein mechanisch machen. Nur in den meisten Programmiersprachen sieht der Code danach hässlich aus. Und im Haskell kann ich das auch machen, aber der Code sieht danach trotzdem schön aus, weil es einfach imperativ mit der Funktion besonders steht. Ja? Ich habe vielleicht eine doofe Frage, aber ist das ein Callback-Handling? Das ist quasi Callback-Handling, genau. Ich schreibe also, was ist das mehr als Callback-Handling? Also, ich eine doofe Frage, aber. Nö, es ist keine doofe Frage. Es ist prinzipiell nicht mehr als Callback-Handling, nur dass ich eben erkenne, dass ich mir bewusst werde, dass Callback-Handling was sehr Mächtiges ist, mit dem ich viele Sachen machen kann. Nur wenn ich keine Sprachunterstützung habe, dass irgendwie die Syntax schön wird, dann bin ich halt in der Callback-Hölle gefangen. Oder weil, bei POE gelandet. Genau. Weil diese drei Zeilen Code, die kann ich gut verstehen. Ja, hier wird F aufgerufen, das Ergebnis ist X, G aufgerufen, das Ergebnis ist Y. Das ausgegeben, kein Stress. Und diese Zeilen Code, die sehen halt ein bisschen fürchterlicher aus. Ja. Und es ist nicht nur eine Sache vom fürchterlicher Aussehen, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie Vorschleifen hier drin hätte, ja, wenn das Ganze verpackt ist in vor i gleich 0, i kleiner 10, i plus plus oder sowas, ja, und wenn hier also auch i verwendet wird in den Pünktchen vielleicht oder sowas, dann wird es plötzlich super hässlich, wenn ich das hier machen will. Weil wenn ich hier, also ich kann schon irgendwie die Vorschleife anfangen, meinetwegen, so weit, so gut, ja. Aber jetzt wird es überhaupt nicht das sein, was ich möchte, ja, weil G hier, also momentan war das hier quasi so ein gutes Ende, Console.block hat einen Y ausgegeben, aber ich will vielleicht weitermachen, ja. Also Console.block Y, das könnte selbst eine Funktion sein, die nicht einfach ihr Ergebnis zurückgibt, sondern in der Continuation auf, weil es vielleicht auch wieder so Eingabe-Ausgabe ist, die Zeitverzögerung dauert, ja, also ich setze ein Ajax-Request ab und es braucht 2 Sekunden, bis die Antwort kommt, ja. Das heißt, da muss ich ja hier einen Callback. Ja, das mag sich vielleicht scheiße an, und das ist auch sehr nervig, aber es ist ein wichtiges Illustrium, weil man Node.js nur darf, ja. Ja, ja, genau. Und das ist ja eine riesige Bewegung auch irgendwie, also das, was du sagst, ist schlecht, das für andere eine Bewegung. Ja, ja, ich will noch kurz reden, aber dann sage ich noch was dazu. Jetzt habe ich halt hier ein Problem, ja, weil hier müsste ich, also an der Stelle hier, ja, müsste ich jetzt eigentlich. Ich mache das jeden Tag, also ich weiß, ja, halt, aber nicht alle machen es jeden Tag, das muss ich jetzt klären. An der Stelle, ja, müsste ich jetzt einfach eigentlich zur nächsten Iteration der Vorschleife springen. An der Stelle. Aber das so funktioniert dann vorne nicht, ja. Der Vorwarten ab, bis das beendet ist und springt dann wieder hin. Ja. Das heißt, was ich irgendwie machen muss, ist, ich muss eine Vorschleife jetzt selbst manuell emulieren. Und das kann ich machen, aber es macht keinen Spaß. Was jetzt dieser Punkt mit dem Node.js, Node.js ist ein Riesenindustrie, Node.js ist auch sehr geil in sehr vielen Aspekten. Callbacks sind wichtig und gut. Mein einziger Punkt ist, wenn man so monadische Operatoren findet, das ist eine ganz einfache syntaktische Sache eigentlich, aber die nicht so bekannt ist. Und wenn man sie integrieren würde in Node.js, dann würde man damit schön imperativ aussehen und ich könnte so tun, als ob dass mir einfach eine Antwort produziert, ohne dass ich per Hand mit den Callbacks umgehen muss. Ja, das Problem ist halt nur, dass es auch kein Problem ist. Die Callback, oder? Nee, dass du, wenn du imperativ einfach mal eine Sekunde blockst oder was, das ist dann auch nicht einfach. Achso, okay, wenn ich akzeptiere, dass ich eine Sekunde blocke, dann ist es. Genau, also das ist ein Problem, du sagst ja, ich möchte gerne sowas wie Multiscaling ja, heute irgendwie ja. haben, der ja. sozusagen lang anhaltende Operationen macht. Ja. Aber wenn du, also sagen wir mal so, wir haben jetzt das. Weiß nicht, was. Okay, ja, nee, also wenn ich blocken kann, dann ist es nicht okay. Ja. Viel schlimmer ist es halt. Ja, kurz geht's zu weit, aber wir haben schon andere, also wir haben andere Gründe, wo es richtig schlimm ist, weil wenn du halt zum Beispiel ein ganz einfaches, möchten sie wirklich löschen Dialog. Ja. Das ist für sowas nicht das Problem, weil du auf einmal einen State hast, den du irgendwie auch hinterhalten musst und den merken musst, der den User ja gekriegt hat. Ah, ja. Mhm. Also sowas ist das ist das größte Problem eigentlich, wo ich nicht sage, ich muss Dialoge nachfragen oder sowas, weil die machen in so einem Ding sie wirklich Schmerzen. Ja, das ist dann eine Stunde, man läuft, ich meine, dann ist Vorbild halt. Ja.
Aber ja, keine Ahnung. Ja. Nur mal aus der Fachausbildung. Ich bin ja überhaupt kein Haskell-Mensch, aber. Ich möchte gerne meinen Vortrag beenden, und zwar mit einem Satz. Wenn man eine Sprache ergänzt in Continuations, das ist dasselbe wie immer konstruktive Logik ergänzt. Punkt, das ist schon richtig. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. So, das können wir gerne später diskutieren, aber jetzt möchte ich auf Tims Vortrag zu Frank. Ja. Kurz nochmal aufpassen.